hier in Uhrenberg, 19 Uhr. Ich begrüße alle recht herzlich zur heutigen Jahreshauptversammlung des Freien Wähler Waldeck-Blankenberg. Wie Sie und ihr sicherlich gerade feststellen könnt, bin ich nicht Horst Werner Bremmer, denn der hatte leider heute Morgen gesundheitsbedingt kurzfristig absagen müssen, sodass wir mit dem Vorstand diese Veranstaltung heute neu strukturieren bzw. in seinem Sinne, denke ich mal, auch durchführen werden. Wer mich persönlich nicht kennt, mein Name ist Thorsten Reuter, bin einer der stellvertretenden Vorsitzender und im Stadtverband Bad Arolsen beheimatet. Ja, und dann gehen wir einfach mal los. Jetzt begrüße ich euch recht herzlich hier in Waldeck-Frankenberg. Hier im Philipp-Soltau-Forum finden heute zwei Veranstaltungen statt. Wer es gesehen hat, nebenan gibt es noch ein Stück, ich habe es mir aufgeschrieben, der Prozess um des Esels Schatten. Naja, also ich sag mal, wir sind hier sicherlich richtig, denn Schatten haben wir keinen. Bei uns im Logo ist die Sonne und ich denke mal, da sind wir richtig beheimatet. Ganz besonders begrüßen möchte ich heute unseren Ehrenvorsitzenden Manfred Steiner. Die Bürgermeisterin Barbara Eckes, die auch Hausherrin hier des Philipp-Soldan-Forums ist. Unseren Landrat Jürgen van der Horst. Ich begrüße auch den Bürgermeister Carsten Schäfer. Und natürlich auch die anwesende Presse recht herzlich. Ein ganz besonderer Dank gilt den fleißigen Händen der Freien Wähler Frankenberg, an ihrer Spitze Manfred Hacker, die es uns hier möglich gemacht hat, das hier alles zu organisieren. Es gibt Getränke, Speisen, ihr könnt gerne davon Gebrauch machen. Später wird dazu noch der ein oder andere Satz, denke ich mal, genannt. Und dafür, Manfred, dir und deiner Truppe, vielen, vielen Dank. Ich stelle fest, dass die Einladungen ordnungsgemäß versandt wurden. Sie wurden dieses Mal von Conny Hoffmann per E-Mail an die Ortsverbände und wenn uns die Adresse bekannt war, auch persönlich zugesandt, sodass wir heute hier in die Tagesordnung eintreten können. Ich stelle fest, wir sind beschlussfähig und frage, gibt es Änderungen zur Tagesordnung? Das scheint nicht der Fall zu sein. Falls noch nicht geschehen, es kreist eine Liste hier auf den Tischen rum. Wer sich dort noch nicht eingetragen hat in die Teilnehmerliste, bitte bei Conny Hoffmann entsprechend nachtragen, beziehungsweise je nachdem, wo sie halt gerade liegt. Ich bitte Sie darum, sofern es Ihnen möglich ist, von dem letzten Stellvertretend für alle Verstorbenen möchte ich heute hier folgende Personen nennen. Volker Assauer. Er ist über 40 Jahre kommunalpolitisch in Bad Arolsen aktiv gewesen. Er war dort unter anderem Ehrenvorsitzender. Er erhielt unter anderem den Ehrenbrief des Landes Hessen sowie des Bundesverdienstkreuzes am Bande. Erwin Kröll, er ist Gründungsmitglied der Bürgerliste Gemünden, war dort Vorsitzender. Er hat die Ehrenmedaille der Stadt Gemünden sowie den Ehrenbrief des Landes Hessen erhalten. Heinrich Zölzer, er war aktiv im Ortsbeirat und im Gemeindevorstand Diebelsee. Auch er erhielt den Ehrenbrief des Landes Hessen.
Wir werden allen Verstorbenen ein ehrendes Andenken bewahren. Ich danke Ihnen. Horst-Werner Bremmer ist heute nicht da, wie schon erwähnt. Wir haben uns die Aufgaben aufgeteilt. Wir kommen jetzt zum Bericht des Kreisvorsitzenden. Dieses übernimmt Heinfried Morsel. Heinfried, ich bitte dich. Ja, von mir guten Abend, verehrte Ehrengäste, liebe Freundinnen und Freunde der Freien Wähler. Ja, der Horst Werner hat für seinen Jahresbericht eine PowerPoint-Präsentation zusammengestellt. Der Jörn Schumacher wird die gleich hier präsentieren und ich will dazu einige Erläuterungen geben. Achso, muss ich selbst machen. Ja, der Vereinsvorstand führt Vorstandssitzungen durch und wir haben mit dem engeren Vereinsvorstand 4 Sitzungen durchgeführt. 2 davon in Altenlotheim. Horst Werner hat da eine sehr schöne Örtlichkeit, wo seine Chöre auch proben und wo sich auch gute Versammlungen durchführen lassen. Fraktionssitzungen haben 6 Stück stattgefunden, das ist ja Sache der Fraktion, aber der Vorstand ist regelmäßig dazu eingeladen und auch Freie Wählerinnen und Wähler hier aus den Ortsverbänden, Interessierte, können jederzeit an diesen Sitzungen teilnehmen. Sicher auch mal interessant für Sie dabei zu sein und sehen, wie sich da so eine Meinungsbildung vonstatten geht oder wie wir uns mit Themen beschäftigen, die hier vom Landrat und dem Kreisausschuss vorgelegt werden. Ja, Kreistagssitzungen, da wird der Uwe Stoiber als Fraktionsvorsitzender gleich intensiver berichten. Hier sieht man unseren Horst Werner neben dem Landrat. Er hat sich da in einer letzten Sitzung sehr engagiert geäußert zur Burg Hessenstein, die ja in Gefahr ist, aufgegeben zu werden. Und als Altenlotheimer liegt ihm das natürlich besonders am Herzen. Ja, die Aktivitäten des Vorstandes, die Jahreshauptversammlung in Altenlotheim stattgefunden. Dann haben wir verschiedene Ortstermine zusammen mit der Fraktion durchgeführt. Wir haben insbesondere da, wo neue Bürgermeister im Amt sind, unseren Antrittsbesuch gemacht und haben uns dann informiert, welche Probleme oder welche Aufgabenstellungen liegen in den Gemeinden vor mit Bezug zum Landkreis. Sie sehen das hier Diemelstadt, das ist noch die Jahreshauptversammlung, wo auch der Horst Werner geehrt worden ist. Das war in Diemelstadt unser Termin. Dann Carsten Schäfer ist hier, er ist ja ein Freier Wähler, haben wir uns in Allendorf informiert über die Situation, die ja auch nicht so ganz einfach ist, nachdem die Firma Fissmann veräußert worden ist. War sehr interessant, Carsten, die Einblicke, die wir da bekommen haben, und wie du dich doch als neuer Bürgermeister schon sehr gut mit der Thematik und mit den Aufgaben zurechtgefunden hast. Ja, Radwanderung Frankenberg hat auch aus Werner teilgenommen. Wir haben einen sehr aktiven Verband in Frankenberg, die auch hier sehr stark vertreten sind und lassen Sie mal was einfallen, hier diese Radwanderung. Wir haben da auch ein Zukunftsforum veranstaltet, an dem ich teilgenommen habe. Also das hat mir sehr gut gefallen und gefällt mir sehr gut, wie die Frankenberger hier als wieder neu gegründeter Verband Freie Wähler Frankenberg hier aktiv sind. Ja, da sieht man nochmal Bild mit dem Ortsvorsteher. Ja, das ist ein Punkt, der auch eher die Fraktion betrifft. Wir haben den Ortstermin
durchgeführt wegen dem Radweg durchs Edertal, der ja sehr interessant ist. Dazu wird der Uwe dann noch Näheres sagen. Ja, Horst Werner besucht auch Jahreshauptversammlungen und er ist wirklich gerne bei solchen Versammlungen gewesen, um die Freien Wähler hier kennenzulernen. Und ich kann nur appellieren, wer Jahreshauptversammlungen durchführt, ladet den Kreisvorstand ein. Jemand wird dazu kommen. Ich sehe gerade die Diemelseher, ich war ja bei euch auch mal. Also das ist immer wieder auch interessant, welche Themen dann vor Ort wichtig sind. Ja, Jubiläum, 50 Jahre Waldeck-Frankenberg, war ja hier eine sehr schöne Veranstaltung vom Landkreis durchgeführt, an der wir natürlich auch teilgenommen haben. Ja, und wir hatten ja ein Zukunftsforum, das erste Zukunftsforum, das von Horst Werner wesentlich hier ins Leben gerufen worden ist. Wir haben uns dann beschäftigt, wie geht es eigentlich im Landkreis weiter, die Zukunft, und haben uns da intensiv auseinandergesetzt. Und dadurch ist der Antrag Radweg Edertal entstanden. Zum Thema Gesundheit haben wir eine große Anfrage gestellt, Krankenhäuser, ärztliche Versorgung und so weiter. Zum Thema Arbeit eine kleine Anfrage, und Bildung, Schulentwicklungsplan ist ja ein Thema, das der Kreisausschuss hier, denke ich, sehr gut bearbeitet hat. Also Sie sehen, das war also schon durchaus arbeitsreiches Jahr für die Wählergemeinschaft, für den Vorstand. Und Horst Werner Bremmer war es wichtig, er war ja, ist ja seit 2 Jahren im Amt, die Freien Wähler und auch die Bürgerlisten, die ja hier im Frankenberger Bereich sind, bei allen örtlichen Unterschieden, die wir nun mal haben, ist natürlich klar, vor Ort besser zu vernetzen und auch für eine gemeinsame Arbeit zu gewinnen zur Gestaltung der Entwicklung des Landkreises und in den Städten und Gemeinden. Ja, das Zukunftsforum, ich habe es eben schon angesprochen, das ist kreisweit bei den Freien Wähler- und Bürgerlisten auf eine große Resonanz gestoßen, und da haben wir wirklich gute Ideen erarbeitet unter einer professionellen Management, und ich denke, das war ein guter Ansatzpunkt, um zu sehen und auch festzulegen, wie soll es eigentlich unserem Landkreis als attraktiven Wohn- und Arbeitsstandort in Zukunft weitergehen. Und wir haben uns dabei auch kreisweit besser kennengelernt, und ich denke, wir tauschen uns auch öfter über unsere Arbeit vor Ort aus. Ja, und ich wünsche mir, und das ist auch das Anliegen von Horst Werner, dass das Zukunftsforum eine Fortsetzung in den kommenden Jahren findet, eine Aufgabe dann für den neuen Vorstand. Ja, Horst Werner hat, wir haben das gesehen, mit großem persönlichen Engagement sich für die Freien Wähler eingesetzt und auch einiges erreichen können. Ich persönlich sehe die Freien Wähler Waldeck-Frankenberg auf einen guten Weg, und unser Vorsitzender hat dazu ein gehöriges Maß beigetragen, und ich möchte an dieser Stelle Horst Werner Bremmer ganz herzlich danken, und ich denke, er hat auch mal einen Applaus verdient. Ja, er hat mich gebeten, seine persönliche Erklärung, die er heute Abend, wenn er hier wäre, abgegeben hätte, hier zu verlesen. Ich werde das jetzt mal machen. Liebe Freie Wähler, ich möchte euch heute in dieser Jahreshauptversammlung der Freien Wähler eine wichtige Entscheidung mitteilen, die mir nicht leicht gefallen ist. Nach intensiven Überlegungen und angesichts der aktuellen Herausforderungen, insbesondere der angespannten Wirtschaftslage und der Deindustrialisierung in Deutschland im Werkzeugbau und im Kunststoffspritzguss, habe ich mich entschlossen, mich aus meiner aktiven kommunalpolitischen Vorstandstätigkeit zurückzuziehen. Die letzten 2 Jahre waren geprägt von bedeutenden Entwicklungen und hartnäckigen Problematiken, die uns alle betreffen.
Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verändern sich rasant und die Herausforderungen, vor denen wir stehen, erfordern einerseits eine starke politische Stimme und andererseits die dringliche Notwendigkeit, sich auf unmittelbare berufliche Verpflichtungen zu konzentrieren. Im Vertrieb, das meinte er, er ist im Vertrieb tätig, sind vermehrt Reisetätigkeiten gefordert, die es mir nicht mehr erlauben, die notwendigen Zeitressourcen und die erforderliche Präsenz in der Vorstandstätigkeit einzubringen. Ich bin überzeugt, dass eine aktive Beteiligung im Vorstand unter diesen Umständen nicht im besten Interesse der Freien Wähler wäre. Ich möchte jedoch betonen, dass meine Mitarbeit in der Fraktion auf Kreisebene unberührt bleibt. Ich werde weiterhin engagiert an den politischen Themen mitarbeiten, die uns als Freie Wähler am Herzen liegen. Es ist wichtig, dass wir weiterhin als starke und geschlossene Gemeinschaft auftreten, auch in dieser schwierigen Zeit. Ich freue mich, euch mitteilen zu können, dass ein neues Vorstandsteam bereitsteht, das mit frischem Elan und neuen Ideen an die Arbeit gehen wird. Ich habe volles Vertrauen in diese Gruppe und bin sicher, dass sie die Interessen der Freien Wähler weiterhin erfolgreich vertreten werden. Vielen Dank für euer Verständnis und eure Unterstützung in den vergangenen Jahren. Lasst uns gemeinsam an einer positiven Zukunft arbeiten, auch wenn sich meine Rolle verändert. Dankeschön, soweit die Worte von Horst-Werner Brenner. Danke für Sie noch am Ende des Jahresberichts. Ich fasse den Fraktionsbericht heute etwas kürzer, weil wir ja noch eine längere Tagesordnung haben. Nur soweit nochmal zur Erinnerung. Wir hier in Waldeck-Frankenberg, in unserem Kreistag, haben die stärkste Fraktion, die eine Freie Wähler im Bundesland Hessen hat. Mit 10 Kreistagsabgeordneten und jetzt 2 Kreisausschussmitgliedern sind wir absolut an der Spitze. Und das gilt es immer wieder selbstbewusst zu sagen, das gilt es auszubauen, aber darauf können alle, auch die in der Vergangenheit gewirkt haben, stolz sein. Wir haben seit etwa einem Jahr, nachdem wir ja mit den Grünen bei der Wahl zum Kreisausschuss eine gemeinsame Liste gemacht haben, nun jetzt einen Wechsel im Kreisausschuss. Der Kai Schumacher ist neben Udo Hoffmann der zweite Kreisbeigeordnete geworden und der zweite grüne Kreisbeigeordnete ist ausgeschieden. Unsere Fraktion wird seitdem verstärkt. Dass sie verstärkt wurde, hat der Thorsten gerade schon bewiesen, von Thorsten Reuter aus Bad Arolsen, der nachgerückt ist und nun die 10-köpfige Fraktion komplettiert. Die Fraktion und der Kreisausschuss haben sehr gut zusammengefunden. Wir arbeiten sehr intensiv zusammen und dass die Freien Wähler bei der Kreistagssitzung hier und da mal nicht immer vollzählig sind, das zeigt nicht, dass Sie keine Lust haben, lieber Jürgen van der Horst, an den Kreistagssitzungen teilzunehmen, sondern das kam eben ja aus den Worten von Horst Werner schon, ging das ja schon hervor. Wir haben Fachleute aus den unterschiedlichen Bereichen, die sich in den Sachthemen einarbeiten, die in den Ausschüssen, ich denke, durchaus auch wertvolle Wortbeiträge leisten können, aber sie sind halt beruflich noch sehr stark eingespannt und deshalb nicht immer verfügbar, aber Sie können sich darauf verlassen, wenn es gilt, dann müssen Sie alle anmarschieren und wenn wichtige Abstimmungen sind, klappt das auch. In den Ausschüssen hat sich durch den Wechsel von Kai in den Kreisausschuss auch eine Änderung ergeben. Mein Stellvertreter als Fraktionsvorsitzender, Heinfried Horse, mit dem ich
sehr eng zusammenarbeite und ohne dem ich manchmal nur 40% gut wäre, hat jetzt den Schulausschuss übernommen und ist zudem als einer der stellvertretenden Kreistagsvorsitzenden gewählt worden. Ralf Schmidt aus Hatzfeld, von dem ich herzlich grüßen darf, der sich heute leider nicht einrichten kann, ist in den Landwirtschaftsausschuss nachgerückt und ist dort mit seinem Fachwissen, denke ich, auch gut platziert. Über die Aktivitäten, die wir unternommen haben mit Kreisvorstand und Fraktion, hat Heinfried Horsel eben schon berichtet. Ich gucke in die Zukunft. Liebe Barbara Eckes, wir drohen auch dich zu besuchen. Am 18.12. Ihr Vorzimmer hat ganz nett und sofort reagiert und hat gesagt, wir treffen uns dann im Dienstzimmer der Bürgermeisterin. Liebe Barbara, ich glaube, wir müssen den Sitzungssaal im historischen Rathaus nehmen, wenn wir an ähnlicher Stärke kommen. Also die Fraktion und der Vorstand kommen. Und ich durfte schon bei ihr einen Antrittsbesuch machen als Sportkreisvorsitzender. Die Falkenberger haben gut gewählt. Das passt. Heinrich hat es eben schon gesagt, die Fraktion ist gerne unterwegs in den einzelnen Ortsverbänden oder bei den Bürgerlisten, wenn kreispolitische Themen anstehen oder ihr Fragen habt, meldet euch einfach bei uns, einer von uns kommt dann schon. Blick in die Zukunft. Es geht auch in der Bürgermeisterriege weiter. Es wurde eben schon unser Landrat Jürgen van der Horst begrüßt. Und demnächst begrüßen wir, lieber Kai Schumacher, unseren Bürgermeister Stefan Kiewig in Korbach. Das war ein Wahlkampf, der war maßgeblich geprägt von den Freien Wählern. Und hat eigentlich keiner gedacht, dass das im ersten Wahlgang klappt. Es hat geklappt und somit können wir mit Stefan Kiewig auf einen weiteren Mitstreiter, auch in unserem Sinne, Klammer auf, der ist bestimmt genauso sparsam wie wir, Klammer zu, rechnen. Dann werden wir natürlich im nächsten Jahr auch Friedrich Vogel aus Twistetal besuchen und Friedrich Westmeier und Nikolaus Havel in Waldeck. Die Bürgermeisterrunde hat sich ja jetzt deutlich erneuert und ich habe eben schon mit den Vottmarser Freunden gesprochen. Stadtrat Uwe Kann will einen Termin beim Kollegen Fahle organisieren, beim Hendrik. Das haben wir bisher noch nicht geschafft, aber bei meinem Namenskollegen ist das jetzt in guten Händen. Vielen Dank. Ausdrücklich danken möchte ich, ich wiederhole es, unserem Landrat, der es nicht immer ganz einfach hat mit uns. Wir haben da im Kreisausschuss aktive Mitstreiter, liebe Udo, die sehr genau arbeiten, die intensiv arbeiten und die den Landrat fordern, aber ihm sicherlich auch einige Impulse geben, so wie wir uns regelmäßig treffen mit den Unterstützern des Landrates, das muss man sich immer noch mal wieder zurückholen, Grüne, FDP und Freie Wähler. Lieber Heinrich Hoffmann, wo bist du? Früher wäre das mit den Grünen nicht so gewesen, ne? Aber Frömmi ist zahmer geworden. Und so werden wir immer gut informiert, werden mitgenommen und dafür vielen, vielen Dank, Jürgen. Denn gerade bei den Themen wie jetzt Krankenhaus Frankenberg ist es wichtig, dass wir immer, zitiere ich Udo Hoffmann, vor der Lage sind und entsprechend auch informiert werden, dass wir die richtigen Entscheidungen mitgehen können. Frankenberger Krankenhaus, Grundsatzentscheidung kommt schon, ist es geplant vom Landrat am 13.12. Auch da wirken wir mit. Dann haben wir angestoßen, kam eben im Bericht schon, dass der Hubert-Thorwert-Radweg von Korbach nach Buhlen verlängert wird, denn vor ungefähr 20 Jahren hat Hubert Thorwert auch viele Jahre im Kreisausschuss angeregt, den Radweg von Korbach nach Buhlen auf der alten Bahnstrecke zu reaktivieren. Man konnte es sich nicht vorstellen, dann hat es aber geklappt und jetzt dank Unterstützung auch vom Klaus Gier, ich glaube, schön, dass du noch da bist, haben wir jetzt den Antrag gestellt, den Radweg dann auch bis nach Vega zu verlängern. Die CDU und die SPD hatten auch die Idee, aber unser Antrag war der weitergehende. Lust auf eine Diskussion im Kreistag hatte ich nicht. Wie geht das jetzt verfahrenstechnisch? Und dann haben wir den Antrag zusammen gemacht. Ich denke, das war richtig und wird jetzt geprüft. Genauso wie wir
mitgewirkt haben bei den Planungen der Beschleunigung der Schienenstrecke zwischen im Bereich Battenberg, also der Wiederreaktivierung. Auch da waren wir mit einem Prüfauftrag unterwegs. Spannend wird der Haushalt 2025. Noch mehr als bisher müssen wir in die Aufgabenkritik. Da werden wir auch unseren Landrat auffordern, das wirklich intensiv zu prüfen, wobei er immer sagt, 96% aller Kreisaufgaben sind Pflichtaufgaben. Müssen wir gucken, was wir da noch machen können, um möglichst eine Kreisumlagenerhöhung in verträglichem Rahmen zu halten. Dass sie kommt, denke ich, das braucht man, das ist kein Geheimnis. Wir sind sehr dankbar, dass der Landrat jetzt auch die Personalsteuerung angegangen ist unter Reinhard Kubert undenkbar. Wir haben es bestimmt seit 10 Jahren im Kreistag immer gefordert, Personalcontrolling. Das kostet erstmal Geld, ja. Das ist auch erstmal ein Paradigmenwechsel im Kreishaus, aber es wird die Kreisverwaltung auf jeden Fall zukunftsorientiert aufstellen. Davon sind wir überzeugt, das war immer unser Schwerpunktthema. Die Digitalisierung begleiten wir natürlich auch mit und sind für neue Themen aufgeschlossen. Abschließend ein herzliches Dankeschön an meinen Stellvertreter Heinz-Fried Horst und an das gesamte Team der Fraktion, einschließlich der beiden Kreisbeigeordneten. Und natürlich, liebe Conny, das Beste kommt zum Schluss. Ein Dankeschön an dich, Conny Hoffmann, sitzt ganz bescheiden da hinten, die führt die Geschicke, weil alles geschrieben werden muss, Einladungen, alles das macht sie für die Fraktion. Herzlichen Dank Ihnen, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und vielen Dank. Ja, vielen Dank, lieber Uwe. Wenn ich jetzt aber einmal kurz weiterklicke, das Bild bleibt. Du kannst wieder zu mir kommen. Er ist ja Sportminister, da kann man mal ein paar Wege machen. Genau, ja, ich hatte erst überlegt, ob ich ein anderes Sakko anziehe, aber ich denke, ich wechsle jetzt mal den Hut. Ich darf heute als Vizepräsident des Landessportbundes Hessen, ganz bewusst gewählt, Ihnen einen kurzen Impuls geben für Dorf bewegt, Sport in den ländlichen Räumen. Warum mache ich das? Wir haben als Landessportbund und auch als Sportkreis nicht so oft so viele Multiplikatoren, die unbedingt gleich mit dem Sport verbunden sind, die aber in die Sportvereine und ihre Kommunen reinwirken können. Deshalb einen kurzen Impuls, wo ich Sie schon jetzt auffordere, darüber nachzudenken und gerne uns, den Landessportbund oder auch den Sportkreis Waldeck-Frankenberg, meine Geschäftsstelle, anzusprechen. Was wäre der ländliche Raum ohne den Sport? Das, denke ich, brauche ich hier nicht zu sagen, wie wichtig die Sportvereine sind für das gesellschaftliche Leben in den Dörfern. Oftmals die letzte Möglichkeit, sich in den Orten auch zu treffen, in den Vereinshäusern. Und Sport sorgt auch für die Gesunderhaltung und ist extrem wichtig, aber Sport muss natürlich auch sich den gesellschaftlichen Entwicklungen stellen und ist dem Wandel ausgesetzt. Deshalb die Frage, wie schaffen es die Sportvereine gerade im ländlichen Raum eine weitere Säule und eine tragende Säule zu bleiben? Das begleitet mich schon viele, viele Jahre, insbesondere auch während meiner Dienstzeit als Bürgermeister einer ländlichen Kommune, ganz hier in der Nähe der Stadt Lichtenfels. Die Rahmenbedingungen müssen stimmen. Das ist wichtig, es ist aber insbesondere auch wichtig, jetzt komme ich zum Kernpunkt, dass die Vereine selbst rechtzeitig reflektieren, in sich hineinhören und ihre Strukturen betrachten. Als ausgebildeter Vereinsberater, der gerade in den letzten Monaten viele Beratungen auch im ländlichen Raum begleiten durfte, zuletzt auch hier im Landkreis, in Rosenthal
oder auch im Twister, wird deutlich, dass es wichtig ist, dass sich die Vereine auf den Weg machen, dass sie sich mit ihrer Struktur beschäftigen, damit sie für die Zukunft gut aufgestellt sind. Wie ist der Vorstand aufgestellt? Wie attraktiv ist das sportliche Angebot? Wie steht es um die Sportstätten? Wie werden Kooperationen und Zusammenarbeit gelebt? Alles das muss man auf dem Schirm haben, damit die Vereine, ich sage mal, die nächsten 10 Jahre nicht nur überleben, sondern auch sich den anderen gesellschaftlichen Bedingungen anpassen können. Gelingt es uns als Landessportbund, das in die Köpfe der Vereinsspitzen zu bekommen, haben wir viel erreicht für unsere Vereine, für den ländlichen Raum. Das brauchen die Vereine, sie müssen sich mit sich selbst beschäftigen. Wie schaffen es die Sportvereine, sich auf die aktuellen Entwicklungen anzupassen? Damit sich die Sportvereine den aktuellen Entwicklungen anpassen können, benötigen sie Unterstützung in vielfältiger Form. Diese Unterstützung muss aus vielen Bereichen kommen. Dabei spielt natürlich der Landessportbund als Dienstleister Nummer 1 für die Vereine eine zentrale Rolle, die er bereits seit Jahren erfüllt und die immer ausgeweitet wird. Nur damit Sie die Schlagworte hören, was macht der Landessportbund? Finanzielle Unterstützung bei Baumaßnahmen, kostenlose Beratung durch den Öko-Check, sehr erfolgreich in Giemelsee durchgeführt. Da waren die Sportplätze immer schwierig mit der Bewässerung, da war jetzt Fuller draußen. Aus- und Fortbildungen, Entwicklung von digitalisierten Prozessen, demnächst sind die Mitgliedermeldungen digital, die Übungsleiterbezuschussungen sind digital, dort ist eine ganze Menge auf dem Weg und wir haben die Angebote zur Vereinsberatung. Weitere Unterstützung muss aus der kommunalen Welt kommen, aus den Städten und Gemeinden vom Landkreis. Das läuft hier in Waldeck-Frankenberg und das müssen wir uns auch mal vergegenwärtigen. Ich bin ja nun jetzt, komme ja in Hessen rum, beziehungsweise im Präsidium tauschen wir uns darüber aus. Uns geht es hier sehr gut. Wir brauchen nicht für die Sportstätten zu bezahlen. Wir haben eine Sportentwicklungsplanung aufgesetzt. Wir bekommen finanzielle Unterstützungen bei Baumaßnahmen und die finanzielle Hilfe im Bereich Sportcoaches läuft ebenfalls sehr, sehr gut. Die Kommunen müssen den Vereinen helfen. Sie müssen sie mitnehmen und unterstützen, wenn diese Vereine neue Wege gehen. Nicht zu vergessen, die Sportfachverbände sowie den Hessischen Fußballverband, alle sind unterwegs. Aber, und das ist mein Fazit und mein Appell an Sie, das wirklich in die Vereine zu bringen. Ein moderner Verein hat die Chance, in der Zukunft zu bestehen und das dörfliche Leben zu bereichern. Dabei wird nicht jeder Verein in seinen jetzigen Strukturen überleben können, so ehrlich muss man sein. Es wird mehr und mehr Kooperationen geben. Es wird auch nicht mehr jede Sportstätte erhalten bleiben. Ich kann davon ein Lied singen. Ich hatte mal versucht, einen Sportplatz in Lichtenfels zu schließen. Das Wahlergebnis bei der nächsten Wahl war nicht besonders gut. Aber wir müssen überlegen, wie wir Optimierungen erreichen können. Ein aktualisierter Sportentwicklungsplan kann helfen. Die Sportangebote müssen immer wieder hinterfragt werden. Wir müssen mutig sein, auf neue Trends zu reagieren und auch mal den einen oder anderen Übungsleiter zu bezahlen. Ohne dem wird es nicht mehr funktionieren. Eine engere Zusammenarbeit von Vereinen in der Nachbarschaft, auch wenn in der Vergangenheit so manches heißes Fußballmatch im Mittelpunkt stand, vielleicht eine Zauberformel. Wir strecken die Hand aus, sprechen Sie uns an, der Landessportbund kommt gerne zur Vereinsberatung raus. Dorf bewegt, Sport in den ländlichen Räumen soll es auch in Zukunft geben und muss es geben. Soweit der Impuls, meine Motivation, dass die Vereine
sich ändern oder wenn Sie eine Vereinsberatung durchlaufen haben und Sie sind wirklich so gut, dass Sie sich nicht ändern brauchen, dann können Sie das auch mitnehmen. Ein Schmankerl zum Schluss. Die Vereine beim Sportkreis Waligt-Fattenberg brauchen dafür noch nicht mal was zu bezahlen. Wir haben unsere Mittel vom Landessportbund ganz bewusst für diese Aktion eingerichtet und ausgerichtet. Und keine Angst, ich werde nicht jede Vereinsberatung wahrnehmen, das schaffe ich gar nicht. Da kommen Profis aus Nordhessen und dann wird das was. Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Tragen Sie es in die Vereine, Sport im ländlichen Raum, wir gehen in die Zukunft. Danke. Ja, vielen Dank, Herr Hube. Der nächste Tagesordnungspunkt sieht vor den Bericht der Kasse. Ingo, bitte um deine Zahlen. Ja, schönen guten Abend noch mal von mir. Nach so vielen interessanten Berichten kommt dann wieder ich mit den trockenen Zahlen, aber ich verspreche Ihnen so wie jedes Jahr, ich fasse mich kurz. Deswegen fange ich auch direkt an. Wir haben im Jahr 2023 mit einem Kassenbestand angefangen von 27.219 Euro. Geschlossen haben wir am 31.12. mit einem Bestand von 34.896 Euro und damit also ein positives Ergebnis gab von 7.677 Euro. Zusammengestellt hat sich das aus Einnahmen in Höhe von 11.745 Euro, fast ausschließlich aus Spenden finanziert. Die Spenden betragen fast 11.000 Euro in dem Jahr. Dann hatten wir Ausgaben in Höhe von 4.067 Euro. Das sind keine besonders großen Ausgaben gewesen, also das ist üblich für so ein Jahr. Das sind dann Beiträge, das sind Veranstaltungen wie zum Beispiel das Zukunftsforum. Es sind Beiträge, die wir zahlen müssen und Präsente, Ehrungen, solche Dinge. Solche Abende wie heute, die kosten natürlich auch immer Geld. Und ja, so kommen wir auf einen Einnahmebetrag von 7.677 Euro. Ich habe heute nochmal nachgeguckt, wie sich die Kasse im Moment darstellt. Im Moment sind wir bei 38.456 Euro. So viel zu den Zahlen, die wir hatten. Aber man weiß ja, so ein Jahr wie das Jahr 2023, das ist finanziell gesehen eher mau, Gott sei Dank, da haben wir nicht so viel zu buchen. Aber es kommen natürlich auch andere Jahre. Wir haben 26 wieder den Wahlkampf vor der Brust. Und so ein Wahlkampf, der lebt natürlich von den guten Ideen, die wir haben, von der Manpower, die wir da einbringen, aber natürlich auch von dem Geld, das wir da ausgeben können. Und wir reden bei einem Wahlkampf von ungefähr 50.000 bis 60.000 Euro, die wir dafür aufwenden müssen. Wenn man gerade hört, dass wir im Moment bei 38.000 stehen, ist noch ein bisschen Luft nach oben. Und wie gesagt, so ein Abend wie der hier, der finanziert sich natürlich auch nicht von alleine. Deswegen, wie jedes Jahr, mein Appell, wer ein bisschen was übrig hat, ich nehme es gern. Und wenn Ihnen das Essen heute Abend geschmeckt hat, dann lassen Sie doch ein bisschen was da. Da hinten steht ein Sparschwein, das haben wir extra mitgebracht. Ich weiß gar nicht, sieht gut aus, aber ich glaube, es ist noch nicht so wirklich gefüllt. Also, wenn Sie da was übrig haben, bitte gerne rein damit. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Die Kasse wurde geprüft. Jetzt. Ja, hallo zusammen. Vor zwei Wochen habe ich den Weg auf mich genommen, aus dem fernen Edertal nach Korbach-Lehlbach zum Ingo Seil zu fahren. Mein Namensvetter Jens Meuser war auch dabei. Wir haben uns dabei durch Regalmeter an Belegen durchgearbeitet. Also ganz so schlimm war es jetzt nicht. Der Ingo konnte uns alle Belege zeigen, er konnte uns alles erklären. Von unserer Seite passte das auch und wir bescheinigen ihm eine vernünftige Kassenführung. So gut eigentlich, dass man empfehlen müsste, ihn wieder zu wählen. Und im übernächsten Tagesordnungspunkt bitte ich dann um die Entlassung des Vorstandes. Weil jetzt kommen ja noch die Aussprachen. Wir haben jetzt die Tagesordnung Aussprache zu den Berichten. Gibt es Fragen zu den Berichten von Heinfried bzw. Horst Werner, Uwe, Ingo? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann habt ihr es eben gehört. Es wurde beantragt die Entlastung des Vorstandes. Wer dem Antrag vom Jens folgen kann, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Wer ist dagegen? Enthaltungen?
Dann stelle ich fest, bei Enthaltung des Vorstandes einstimmig angenommen. Dann danke ich für das Vertrauen. Ja, kommen wir nun zur Neuwahl. Da steht natürlich jetzt schon ein Name. Wir sind natürlich nicht unvorbereitet in den heutigen Tag reingegangen. Und wenn man natürlich so einen Landrat mal hier vor Ort hat, und der kommt ja auch gerne hierher, wurde mir zugetragen, er würde auch gerne als Wahlleiter fungieren. Gibt es weitere Vorschläge? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann frage ich dich, Jürgen, im Falle einer Wahl als Wahlleiter, würdest du das auch annehmen? Mache ich sehr gerne. Dann obligatorisch, wer hier dem Jürgen die Ja-Stimme geben kann, dass er hier als Wahlleiter fungiert, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Dann herzlich willkommen am Rednerpult. Ja, lieber Thorsten Reuter, liebe Frau Bürgermeister, liebe Barbara, liebe Frau Bürgermeister, lieber Carsten und liebe Freundinnen und Freunde der Freien Wähler. Das ist mein Votum, was ich gerne mitnehme. So einstimmig haben wir es nicht immer. Aber daran kann man sich natürlich sehr gerne gewöhnen. Ich übernehme die Aufgabenstellung sehr gerne. Darf aber zunächst einmal herzlich Danke sagen. Danke sagen Richtung des jetzt nicht mehr in der Besetzung fortsetzenden Vorstandes, der die letzten zwei Jahre ja dort in der Verantwortung stand. Ich sitze mit Horst Leiner-Remmer. Wir haben eine sehr engagierte Vorstandsarbeit erleben dürfen. Ich kann das insoweit bestätigen, weil die erfolgreiche Arbeit spiegelt sich wieder in der entsprechenden intensiven Gremienarbeit und in dem Bearbeiten der vielen Themen. Das war sehr engagiert und zeigt, welchen Stellenwert wir die Freien Wähler dort haben. So häufig sind wir ja in der Situation, dass wir ja eher, wenn wir auch Richtung Ehrenamt denken, Richtung der Vereinsarbeit oder Kulturarbeit uns orientieren oder auch das Thema Brand- und Katastrophenschutz in den Vordergrund stellen. Das sind wichtige Handlungsfelder. Ein Themenfeld kommt gefühlt immer eigentlich ein bisschen zu kurz. Das ist nämlich das Ehrenamt in der Politik. Und dort wird nicht nur eine Menge Zeit investiert, dort stellt man sich auch unangenehmen Themen. Manchmal muss man auch mal Konflikte auch aushalten. Trotzdem wird diese wichtige Arbeit geleistet. Dafür darf ich herzlich Danke sagen, weil bei allem, was wir hier so diskutieren über die Zukunft unseres demokratischen Systems, die Wurzel und die Basis der Demokratie ist tatsächlich die kommunalpolitische Ebene. Dazu zählt insbesondere auch das kreispolitische Tableau. Vielen Dank an den gesamten Vorstand für die engagierte Arbeit. Ich bin einigermaßen zuversichtlich, dass wir auch ein Stück weit eine gewisse Kontinuität sehen werden. Ich habe insoweit mitgenommen, dass es einen abgestimmten Wahlvorschlag auf der Vorstandsebene gibt. Der Vorstand hat, wie es sich gehört, sich mit der Zukunft beschäftigt. Ich habe die schöne Aufgabe, jetzt den Wahlprozess zur Wahl des neuen Vorsitzenden, respektive der neuen Vorsitzenden, vorzunehmen. Mir liegt ein Wahlvorschlag vor und das ist Kai Schumacher. Kai Schumacher, der Name ist heute schon mal gefallen, seit vielen, vielen Jahren sehr aktiv, insbesondere natürlich auf der Korbacher Ebene, aber schon längst darüber hinaus, bespielt er das politische Tableau sehr erfolgreich und sehr engagiert. Lieber Kai, würde ich jetzt mal bitten, dass du dich an die Runde wendest und zu mir nach vorne kommst, dich bitte kurz vorstellst, damit jeder auch mit der Person einen Inhalt finden kann. Lieber Kai, bitte schön. Ja, sehr verehrte Gäste, liebe Freunde der Freien Wähler, vielleicht in aller Kürze nur erstmal ein paar Worte zu meiner Person. Eine Menge Leute hier im Saal kennen mich, glaube ich, für die, die mich noch nicht genauso kennen. Ich bin der Kai Schumacher, ich bin verheiratet, habe einen Sohn, 22 Jahre alt, sitzt übrigens auch hier am Tisch, das ist der junge Mann mit dem grünen Pullover dort. Ich bin seit 27 Jahren Mitglied in der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Korbach, 23 Jahre davon bin ich Stadtverordneter, also Fraktionsvorsitzender bei den Stadtverordneten in Korbach, bei den Freien Wählern. Ich bin seit 2005 Mitglied des Kreistages, der Kreistagsfraktion der Freien Wähler
Und mittlerweile, wie der Uwe das eben auch schon so schön gesagt hat, bin ich im Kreisausschuss gelandet. Ich bin vom Beruf her Groß- und Außenhandelskaufmann gelernter. Ich leite einen kleinen Familienbetrieb, der sich mit der Aufstellung von Spiel- und Unterhaltungsautomaten beschäftigt. In meiner wenigen Freizeit, die ich so habe, weil ich eben kommunal sehr gerne und sehr häufig tätig bin, segle ich gerne auf dem Edersee und beschäftige mich mit meinem Fahrrad. Die Ahrholzer wissen das, die kennen mich aus der gemeinsamen Radballzeit. Und ich bin ebenso gerne aktiv in der Schützengilde in Korbach. Wichtig ist für mich neben meiner Familie und meinem Beruf natürlich auch das politische Engagement. Ich habe Ihnen eben schon erzählt, wie lange ich das schon mache. Und ich mache das mit ganzem Herzen und ich mache es gerne. Und es war schon zu Manfred Steiner seiner Zeit, war es immer ein Wunsch, auch mal hier zu stehen und mit vorne entscheiden zu können, die Wege, die Chancen, die sich für die Freien Wähler bieten, zu eröffnen, sie mitzugestalten, sie mitzubestimmen. Und das versuche ich eben und versuche als Mitglied der Freien Wähler auch für Sie hier dann oder für euch hier alle als Vorsitzender neue Wege zu gehen, Chancen zu sehen und etwas in dieser Region zu bewegen. Das erstmal zu meiner Person. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, lieber Kai, vielen Dank. Ich frage zunächst einmal in die Runde hinein, gibt es Fragen an den Kandidaten? Dann können wir das jetzt gerne die Gelegenheit auch nutzen. Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann können wir jetzt in den eigentlichen Wahlprozess eintreten. Aber zunächst einmal frage ich die Runde, gibt es weitere Wahlvorschläge zur Wahl des Kreisvorsitzenden respektive der Kreisvorsitzenden? Das scheint nicht der Fall zu sein, sodass wir jetzt einen Bewerber haben für diese Funktion. Das ermöglicht es uns, offen abzustimmen, es sei denn, es gibt sich aus der Mitte der Versammlung einen Widerspruch gegen dieses Verfahren. Gibt es Widerspruch, dass wir offen abstimmen? Das ist auch nicht der Fall. Dann darf ich jetzt zur Abstimmung schreiten. Wer die Wahl des Kai Schumachers zur Funktion des Kreisvorsitzenden der Freien Wähler mittragen kann, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das sieht gut aus. Gegenprobe, gibt es Gegenstimmen? Gibt es Stimmenthaltung? Das ist eindeutig, lieber Kai. Einstimmig gewählt. Lieber Kai, ich frage dich, nimmst du das Amt an? Ja, ich nehme es sehr gerne. Vielen Dank. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, herzlich gratulieren und darf bitten, zu uns nach vorne zu kommen. Als frisch gewählter Vorsitzender hast du die wunderbare Aufgabenstellung, die Sitzungsleitung zu übernehmen. Und dann darf ich auch die Funktion als Wahlleiter zuerst mal wieder zurückgeben. Das übernimmt dann jetzt der neu gewählte Vorsitzende, die Veranstaltung herzlich gratulieren darf. Danke. Ganz herzlich im Namen des Vorstandes, aber ich denke, dass jeder andere gleich noch gratulieren wird. Und wie sagst du immer so schön, ich wünsche dir natürlich alles Gute und viel Erfolg bei allen anstehenden Aufgaben. Mit einem einfach kräftigen Glück auf. Die können es auch gebrauchen, aber wir brauchen dich hier auch. Danke. Das ist ganz wichtig. Vielen Dank. Ja, ich bin bewegt, ich bewege nicht nur gerne, ich bin auch bewegt und das Vertrauen 100% gibt es nicht ganz so oft. Vielen Dank dafür, ich hoffe und ich gehe davon aus, dass ich Ihr Vertrauen noch erfüllen kann. Bevor ich jetzt in medias res gehe und die verwaltungstechnischen Aufgaben weiterführen darf, würde ich aber gerne auch noch ein paar Worte sagen. Das betrifft nicht nur mich als Person, das betrifft auch den Horst Werner Bremmer. Es ist ein besonderer Tag für mich und ich möchte diese Gelegenheit nutzen, für all die, die ihr Vertrauen 100%
geschenkt haben, meinen höchsten Dank auszusprechen. Es ist mir eine Ehre, das Amt des Vorsitzenden der Freien Wähler im Landkreis Waldeck-Frankenberg übernehmen zu dürfen. Und ich werde mein Bestes geben, um den Erwartungen, die ihr für mich in mich gesetzt habt, gerecht zu werden und unsere Gemeinschaft der Freien Wähler weiterhin erfolgreich zu führen. Und das natürlich auch dann in Verbundenheit mit den neu zu wählenden und altbewährten Kollegen, die gleich noch zur Wahl stehen. Aber bevor ich noch kurz auf die Zukunft eingehen möchte, würde ich gerne auch noch mein persönliches Verhältnis und mein Anliegen kundtun, meinem Vorgänger Horst Werner Bremmer meinen tiefsten Dank auszusprechen. Lieber Horst, er ist heute leider nicht hier. Er hat uns in den vergangenen Jahren geführt und hat uns mit seinem Engagement auch ein Stück weit geprägt. Er hat wertvolle Impulse gesetzt, Impulse, die unsere politische Arbeit und den Zusammenhalt unserer Gemeinschaft maßgeblich gestärkt haben. Ich wünsche ihm für seine bevorstehenden beruflichen Herausforderungen viel Kraft und wünsche ihm ebenso dort ein glückliches Händchen, wie er es bei den Entscheidungen, die er als Vorsitzender für uns gefällt hat, auch immer bewiesen hat. Er gebührt höchster Respekt von uns allen und unsere volle Anerkennung. Und ich freue mich, dass er auch in seinen Worten gesagt hat, dass er uns weiter auf Kreisebene im Kreistag unterstützen will und uns mit Rat und Tat zur Verfügung steht. Ja, eigentlich wäre jetzt der Moment, wo er sein Geschenk bekommen hätte, aber das werden wir nachreichen persönlich, wenn er wieder gesund ist und dann auch eine Flasche Bier mit uns trinken kann. Und dann komme ich mal zu dem, was ich mir so für die Zukunft vorstelle. Es liegen sicherlich schwere Herausforderungen vor uns. Überall herrscht große Verunsicherung, ob das jetzt bei den Präsidialwahlen in Amerika war, ob das unsere eigene Bundestagswahl, die hier mehr oder weniger mit Professionalität vorangetrieben wird. Krisenherde haben wir überall. Ein Haushalt steht uns bevor, der mit Sicherheit zumindest als schwierig zu bezeichnen ist. Wir haben die Krankenhausfusion, haben wir eben schon gehört, Krankenhaus Frankenberg und Korbach. Anstehende Kommunalwahlen, in denen wir sicherlich alle gefordert sind, in denen wir zusammenhalten wollen, müssen und gemeinschaftlich an einem Strang ziehen, sind alles Aufgaben, die uns sicherlich beschäftigen werden. Ich denke aber, dass wir als Freie Wähler gut aufgestellt sind und auch künftig gemeinsam Lösungen für die Belange von Bürgerinnen und Bürgern unseres Landkreises erarbeiten und finden können. Wir stehen für eine transparente, für eine bürgernahe und sachorientierte Politik. Es ist eben auch schon angekommen und das auch nochmal als Einladung an euch alle. Wir machen die Sitzung wirklich nahezu öffentlich. Die Fraktion ist da, der Vorsitz ist da, der Vorstand ist da und wir tun das auch immer kund. Und wenn es Dinge betrifft im Kreistag, die die Region betreffen, Diemelsee, Diemelstadt, Frankenberg, egal. Wenn es Dinge da auf der Tagesordnung gibt, Sie sind immer herzlich willkommen, Sie sind überhaupt immer herzlich willkommen, hier teilzunehmen, euch einzubringen und damit auch zu steuern, wie wir in der Kreistagssitzung abstimmen. Oder Sie laden uns ein. Das haben meine Vorgänger auch schon gesagt. Wir stehen gerne mit Rat und Tat, mit Hilfe zur Verfügung. Für das, was jetzt kommt, brauchen wir eure Ideen, euren Einsatz, eure Unterstützung. Das ist alles von entscheidender Bedeutung. Denn nur so können wir die Ziele erreichen und unsere Zukunft im Landkreis aktiv mitgestalten. Ich freue mich darauf, mit euch allen zusammenzuarbeiten, unsere gemeinsamen Werte zu vertreten und den Landkreis Waldeck deutlich voranzubringen. Ich freue mich auf den Wahlkampf, ich freue mich auf tolle Kandidaten, die unsere Liste darstellen werden und vor allen Dingen freue ich mich auf ein tolles Ergebnis. Ja,
Damit komme ich auch zum Ende meiner Ausführungen. Lasst uns die kommenden Aufgaben mit Entschlossenheit, Zuversicht angehen und stets das Wohl der Region im Blick behalten. Vielen Dank für Ihr Vertrauen und Glück auf. So, soll ich hier vorne stehen bleiben, weitermachen? Ja, ich denke, wir werden die weiteren Wahlkandidaten hier auf der Leinwand präsentieren. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt Wahlvorschlag des Vorstands für die stellvertretenden Vorsitzenden. Das ist unser altbekannter und bewährter Heinfried Horsel. Das ist sein stellvertretender Vorsitzender Jörn Schumacher. Und das wäre mein stellvertretender neuer Vorsitzender, der Klaus Bangert vom Diebelsee. Klaus Bangert, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dich mit engagieren willst, dass du mit dazu beitragen willst, dass die Freien Wählerkreis erfolgreich bleiben. Gibt es von Ihrer Seite weitere Vorschläge für stellvertretende Vorsitzende? Ich sehe, das ist augenscheinlich nicht der Fall. Ich gehe davon aus, dass wir diese drei Positionen gemeinsam abstimmen können. Gibt es da von Ihrer Seite, eurer Seite Widerspruch? Das ist nicht der Fall. Dann würde ich zur Abstimmung kommen. Wer dafür ist, diese drei Kandidaten als stellvertretende Vorsitzende in den Kreisvorstand zu wählen, den bitte ich um das Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? Enthaltung? Meine Damen und Herren, ich stelle hundertprozentiges Vertrauen fest. Vielen, vielen Dank dafür. Ich frage die drei Kandidaten einzeln, ob sie das Amt annehmen. Lieber Alfred Horsel, nimmst du das Amt an? Ja, vielen Dank für das einwürdige Gebot, ob ich um das Amt nehme. Danke dir. Lieber Jan, nimmst du das Amt an? Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch, weiter mitwirken zu können, gerade bei den Herausforderungen, die im Kommunalwahlkampf vor allem auch auf digitaler Ebene kommen. Da freue ich mich, weiter mitarbeiten zu können. Danke fürs Vertrauen. Ja, ich nehme das Amt an und bin gespannt auf die Zukunft. Vielen Dank dafür. Dann machen wir auch in dem Reigen der Wahlen weiter. Ja, lieber Klaus, du darfst den Platz auf Vorstandsgeschäft. Achso, ja, löst ja in diesem Moment den Klaus Tepper ab, der dann aber weiterhin als Beisitzer meiner Kenntnis nach zur Verfügung steht. Ihr werdet mich nicht verlieren, ich bin weiterhin stark, aber ein Klaus geht. Ein anderer Klaus kommt, also von daher, wir singen nicht an der Nordseeküste, keine Angst, aber von daher auch nochmal von meiner Seite her, danke, dass ich hier als zweiter Vorsitzender doch einige Jahrzehnte begleiten konnte. Manfred Steiner hat mich damals gewinnen können, habe viel erlebt bei euch hier und ich weiß, ich kann mich auch als Beisitzer gut einbringen, bin ja ohnehin dann immer sehr nah bei euch bei, aber ich weiß, dass der Klaus sich nochmal überproportional stark einbringen will und das will ich nicht verhindern. Jetzt wir sind also jetzt nicht einer weniger, sondern einer mehr. Jetzt hat er Druck gemacht. Ja, wir danken natürlich auch von Seiten unserer Seite her. Ich habe das eben. Ich bin auch noch so ein bisschen nervös. Das möge man mir nachsehen. Der Klaus Tepper hat natürlich auch eine hervorragende Arbeit im Vorstand geleistet und ich bin froh, dass er auch weiter mit Rat und Tat uns zur Verfügung steht und ich ihn als Freund behalten darf. Danke. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, dann kommen wir zur Wahl der Kassierer, wenn mich nicht alles täuscht, jawohl. Wir haben bisher in altbewährter Form den Kassierer Ingo Sahn. Ihr habt ihn eben gehört. Ich glaube, er macht das sehr ordentlich.
er verliert, und das ist als Kassierer aber wichtig, auch nicht unbedingt den Humor bei der Sache, weil manchmal ist es schon ganz schön ernst, was die Vorstände einem so abverlangen. Und als zweiten stellvertretenden Kassierer haben wir den Christoph Jährentrupp. Den habe ich jetzt aber noch gar nicht gesehen. Ist leider nicht da. Aber ist ein Urlaub. Ja, der hat den wohlverdienten Urlaub, das ist korrekt. Er hat uns aber signalisiert, dass er im Falle der Wahl das Amt annehmen würde. So stelle ich die Frage, gibt es weitere Vorschläge für die Ämter des Kassierers und des stellvertretenden Kassierers? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann würde ich zur Abstimmung dieser beiden Positionen kommen. Wer dafür ist, bitte ich um das Handzeichen. Gegenstimmen? Enthaltung? Bei Enthaltung des Betroffenen traut sich nicht. Ja, einstimmig gewählt, ihr beiden. Ich darf euch die Frage stellen, beziehungsweise dir die Frage stellen. Nimmst du die Wahl an? Gerne. Und vielen Dank. Dann weiter so, ne? Hast du fein gemacht. Danke. Dann kommen wir zur Wahl unseres Geschäftsführers. Das ist in altbewährter Form, wie wir ihn alle kennen, der Udo Hoffmann. Und hier haben wir einen kleinen Wechsel in den Positionen. Der stellvertretende Geschäftsführer neu heißt Thorsten Reuter. Er ist als zweiter Vorsitzender auf diesen Platz gerückt, da die beiden auch in enger Zusammenarbeit ein bisschen unseren Wahlkampf koordinieren wollen, so ein bisschen die Arbeit drumherum machen. Da hängt nämlich eine Menge Arbeit mit dran und natürlich mit ganzem vollem Engagement auch den Vorstand weiterhin unterstützen und auch voll angehören. Ja, Udo Hoffmann, Thorsten Reuter stehen hier auch als Duo zur Wahl. Gibt es weitere Vorschläge aus der Versammlung heraus? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann darf ich zur Abstimmung kommen. Wer von euch den beiden das Ja-Wort geben möchte, den bitte ich ums Handzeichen. Ja, ja, ja. Gegenstimmt. Enthaltung. Bei Betroffenen, wir sind sich noch nicht so ganz einig. Also ich stelle Einstimmigkeit fest und darf euch beiden fragen. Erst den Udo Hoffmann. Nimmst du die Wahl an? Ich nehme die Wahl an. Lieber Thorsten? Sehr gerne. Sehr schön. Euch beiden herzlichen Dank und gutes Gelingen. Wir kommen jetzt zu dem Wahlvorschlag, den auch der Vorstand aufgrund der Vorschläge aus den einzelnen Ortsgruppen hier zusammengestellt hat. Ihr seht die Beisitzer hier aufgeführt, Matthias Amann, Dieter Büchsenschütz, Martin Germann, Martin Hock, Horst Reis, Hartmut Schiller, Manfred Schneider, Harald Stehl, Klaus Teppe und Horst Wilke. Gibt es, ich darf Fragen, gibt es von Ihrer Seite weitere Vorschläge? Das ist nicht der Fall. Ich denke, wenn sich kein Widerspruch aus der Versammlung ergibt, können wir auch hier en bloc abstimmen lassen. Das ist korrekt, sehe ich da irgendwo, ja, kann man machen, gut. Ich habe die Satzung gelesen, ich habe sie auswendig gelernt, aber ich habe sie auch schon wieder vergessen, weil ich sehr nervös bin. Dann würde ich gerne zur Abstimmung kommen für diesen Wahlvorschlag der Beisitzer. Ich würde gerne den Ömer Parkaya noch als Beisitzer vorschlagen. Ja? Ist das machbar? Vielleicht, ja, natürlich ist das machbar. Selbstverständlich. Ich habe nicht verstanden, was hat er gesagt? Er möchte den Ömer Parkaya noch als Beisitzer vorschlagen. Als Beisitzer vorschlagen. Bis 15 können wir machen. Bis 15, da ist unsere Regel eingeschränkt, bis 15 geht's. Würde er ganz kurz sich der Versammlung mal vorstellen, nur mit drei Worten, Name, Adresse, Zugehörigkeit. Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, das heißt jeder, mein Name ist Ömer Balkaya, ich bin 34 Jahre alt, wurde im schönen Frankenberger Stadtteil Wangershausen
bin dort in der Feuerwehr aktiv, arbeite hauptamtlich im Rettungsdienst in Bad Wildungen. Meine Ausbildung, ich gucke mal in Richtung Uwe, habe ich im Landessportbund abgeschlossen. Also ein bisschen kenne ich mich mit eurer Materie auch noch aus, das ist ganz gut. Ja, ich bin Gründungsmitglied einer von 14 hier in der FWF Frankenberg und würde mich freuen, mit euch gemeinsam auch kreisweit die Politik mitzugestalten. Vielen Dank. Ja, das ist doch sehr schön. Ja, dann würde ich vorschlagen, wir nehmen den Ömer mit auf die Liste der Beisitzer. Wir können das jetzt nicht so schnell dabei schreiben, aber ihr habt es alle gehört. Es ergeben sich keine Widersprüche mehr. Wir machen keinen formalen Fehler. In Ordnung. Dann würde ich dich, lieber Ömer, auf die Liste mit beisetzen, bei den Beisitzer, und würde diese Liste dann mit dem erweiterten Vorschlag zur Abstimmung stellen. Wer dafür ist, bitte ich ums Handzeichen. Gegenstimmen? Enthaltung? Bei Enthaltung des Betroffenen ist die Liste auch so einstimmig beschlossen. Ich darf die Anwesenden fragen, fange mit dem Matthias Amann an, ob Sie die Wahl annehmen. Ja, ich nehme die Wahl an. Danke, Matthias. Dieter Büchsenschütz, nimmst du die Wahl an? Ich mache weiter, ja. Lieber Dieter, vielen Dank dafür. Ja, ich will. Martin Germann ist, glaube ich, nicht hier. Aber Martin Hirmi ist auch nicht da. Aber ich gehe davon aus, dass abgeklärt ist, dass Sie im Falle Ihrer Wahl das annehmen. Jawohl, mein Vorstand nickt. Das gleiche gilt für den Herr Martin Hock. Den Horst Reiß habe ich gesehen. Lieber Horst, nimmst du die Wahl an? Ich nehme die Wahl an und freue mich auf die Zusammenarbeit. Danke. Vielen Dank dafür. Da war ich weiter. Hartmut Schiller, den habe ich auch gesehen. Ja, ich nehme gerne die Wahl an. Vielen Dank. Manfred Schneider. Ich nehme die Wahl auch an. Danke für das Vertrauen. Manfred, herzlichen Dank. Harald Stehl. Ich nehme die Wahl an und übernehme die Vorredner. Harald, vielen, vielen Dank dafür. Ja, ja. Ja, dann haben wir den Klaus Tempe. Und darf er nochmal reden? Auch ich bedanke mich für das Vertrauen und nehme die Wahl. Gerne. Danke. Ja, das wollen wir nicht missen. Lieber Klaus, danke. So, last but not least, dann haben wir den Horst Wicke vom Diebelsee. Ja, ich bedanke mich auch für das Vertrauen, nehme die Wahl und freue mich auf die gemeinsame Arbeit als Beisitzer. Horst, danke dafür. Lieber Ömer. Ich nehme die Wahl auch an und bedanke mich für euer Vertrauen. Sehr schön. Grüße ich euch als geschäftsführender Vorstand, als Beisitzer im Vorstand. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und freue mich besonders, dass auch spontan Leute, die aktiv teilhaben wollen, mitmachen wollen, sich melden. Na dann herzlich willkommen und viel, viel Erfolg und viel, viel Spaß vor allen Dingen dabei. So, dann wäre ich jetzt, glaube ich, zumindest mit dem geschäftsführenden Vorstand fertig. Und wir gehen zur Wahl der Kassenprüfer. Jetzt brauche ich den Ingo seine Hilfe. Der Jens Schulze darf, glaube ich, nochmal. Und der Jens Mäuser hat schon zweimal, der muss ausscheiden. Dann bitte ich die Versammlung um Vorschläge für einen zweiten Kassenprüfer, der dann wiederum auch für zwei Jahre gewählt ist und dann, oder für zweimal gewählt ist und dann... ja, Feuer frei. Wen hättet ihr denn gerne? Hallo. Geht schnell und tut gar nicht weh. Und wir haben einen Riesenspaß. Uns gibt was zu essen, was zu trinken. Zumindest. Das auch noch. Mein Kopf. Ja? Dann würde ich den Bernd Klaus aus Korbach vorschlagen als Kassenprüfer. Das merke ich mir. Ja. Wir haben einen Vorschlag, der sehr begrüßenswert ist. Es ist mein, nicht mein Fraktionsvorsitzender, mein Vorsitzender in Korbach. Auch ein guter und sehr engagierter Freier Wähler. Ja, ich frage dich, würdest du gegebenenfalls die Wahl annehmen? Dann würde ich die Wahl annehmen. Den Rest können dann die beiden untereinander ausmachen. Ja.
denke, für den jüngeren Schuhmacher wird es ein bisschen teurer. Aber gut. Ja, wer den Bernd Klaus wählen möchte, sein Vertrauen als Kassenprüfer schenken kann, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Gegenstimmen? Enthaltung? Prima. Ich stelle Einstimmigkeit fest und begrüße den Bernd als Kassenprüfer hier bei uns. Ja. Danke dir. Jo, dann hätten wir meines Erachtens nach die Wahlen abgeschlossen. Ich sage nochmal Danke. Ein größeres Vertrauen kann eine Versammlung, einem Vorstand, selbst seinen Kassenprüfern nicht schenken als hundertprozentige Zustimmung. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, liebe Freunde, dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 13, Anträge. Gibt es Ihrerseits Anträge? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Ich mache das auch schnell, weil wir noch ein schönes Programm haben mit unserem Jubiläum. Dann komme ich zu einem Tagesordnungspunkt, den ich heute in diesem Kreis das erste Mal mitmachen darf, aber ihn sehr, sehr gerne mache. Denn es bedeutet immer, wenn man Leute ehrt, dass sie auch aktiv waren, dass sie engagiert waren, dass sie lange da waren, dass sie mit Spaß an der Sache waren, dass sie Treue beweisen, Loyalität beweisen. Und dafür schlagen wir vor, zu ehren, das heißt, haben wir rausgesucht. Ich möchte aber eins vorwegschicken noch. Diese Liste ist jetzt nicht unbedingt umfassend. Wir sind gerade dran, das neu zu konzipieren, es neu zusammenzustellen. Sollte jemand vergessen sein, bitte vertrauensvoll an mich wenden. Wir holen das gerne nach. Wir werden einen edlen Rahmen dafür finden. Wir müssen nur halt neu schauen, neu hintereinander bringen, wer jetzt wie lange da ist. Es ist nicht immer ganz einfach, weil wir es auch nicht immer von den Ortsverbänden wissen. Also auch da würde ich auf eure Mithilfe hoffen und appellieren, dass ihr uns durchaus, wenn ihr wisst, es sind Leute lange dabei, auch uns Bescheid geben. Ja, die Liste der zu Ehrenden ist heute nicht ganz so lang. Wir haben 15 Jahre, 35 und 39 Jahre. 39 Jahre ist eine verdammt lange Zeit, wenn man sich engagiert und mit ganzem Herzen dabei ist. Ja, ich fange an mit dem Matthias Hamann, 15 Jahre, bitte um die Unterstützung meines Kollegen Thorsten Reuter. Komm bitte nach vorne. Mach doch Platz. Lieber Matthias, herzlichen Glückwunsch. Und bleib bitte noch die ganze Weile brauchen. Ich würde gerne gleich im Anschluss mit dem neu gewählten Vorstand und den geehrten Personen ganz kurz draußen ein Bild machen. Gebt euch die Gelegenheit, was zu trinken, euch mal kurz die Füße zu vertreten, bevor wir dann zu unserem Tagesordnungspunkt Jubiläum. So, als zweites ist es Sven Jäger. Sven Jäger ist entschuldigt, der kann heute leider nicht teilnehmen. Ich wollte gerade sagen, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber aus meiner Kenntnis raus, weil ich bei vielen Fraktionssitzungen da bin, er ist sehr engagiert, er ist immer da und ist auch ein ganz, ganz lieber Kerl. Ich freue mich, ihm diese Ehrung dann nachreichen zu können. Liebe Grüße an ihn. Wir kümmern uns dann nochmal drum. Danke. So, dann haben wir für weitere 15 Jahre den Hans Hermann Faust. Den habe ich gesehen. Der ist hier. Ich sage gleich nochmal ein paar Worte zu den einzelnen Gelehrten. Hans Hermann, schön, dass du da bist. Schön, dass du so lange da bist. Ja, das freut mich auch, dass du heute Abend mal die ganze Leiter bis nach oben geschafft hast. Ja, du hast mich ja schon immer unterstützt. Genau, das ist ganz toll. Danke. Einmal die Urkunde und ein gutes Papier.
So, dann kommen wir zu den langjährigen Ehrungen. Das ist hier für 35 Jahre der Harald Wilke. Organisiert ist oder war Kreistagsfraktionsmitglied war. Er hat in Usseln, ich glaube, so einige Rekorde gebrochen bei der Freien Wählergemeinschaft dort. Seit 85 wurde er im Upland aktiv oder 85 wurdest du aktiv, warst dann 40 Jahre im Ort tätig. Du hast an den Kommunalwahlen mitgearbeitet, du warst im Gemeinderat, du warst im Ortsbeirat, du hast die Usselner FEG geführt. Es ist gar nicht in Worte zu fassen, was du alles gemacht hast. 3 Jahre lang Fraktionsvorsitzender, 5 Jahre lang Vorsitzender Bauausschuss. Ich glaube, seit 1991 bis 2012 im Kreistag aktiv, teilweise wir beide zusammen. Das war wirklich eine schöne Zeit. Heinrich Hoffmann dabei, Herbert Dinger dabei, die Doris Meuser vom Jens Meuser, die Mutter dabei. Also das hat der Uwe war schon dabei. Das hat sehr viel Spaß gemacht und ich kenne keinen, der so viel für die Freien Wähler oder wenige Menschen, die sind also Herr Steiner, aber der kommt gleich auch noch, die so viel für die Freien Wähler getan hat. Herzlichen Dank dafür, unsere Anerkennung dafür und für die weiterhin viel Glück und bleibt uns wohlgesonnen. Vielen Dank. Er ist also auch seit 1988 bei den Freien Wählern, hat als Gemeindevertreter seinen Dienst gemacht, als Ortsbeirat in Nerda, als Ortsvorsteher in Nerda. Er war beruflich war er beim Kreis sogar eingesetzt beim Fachdienst Finanzen, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Also auch immer eine tolle Seele der Freien Wähler, ebenso wie die 3, die ich vorher benannt habe. Sven Jäger hat es eben schon gesagt, ist schon seit 2009 Beisitzer im Kreisvorstand. Er war viele, viele Jahre auch aktiv da. Er war in den Versammlungen, er hat sich überall engagiert und war auch in der Organisation sehr aktiv. Der Matthias Amann, er sitzt auch da. Der ist seit 2006 ist er Beisitzer, ist er ja, im Kreis Beisitzer. Ich muss immer ein bisschen mich orientieren. Ich bin noch nicht ganz firm in den ganzen Zahlen und in der Dauer. Und du bist hast auch an vielen Sitzungen in der Fraktion teilgenommen, hast dich immer mit engagiert. Und dafür bist du im Raum Frankberg hier natürlich sehr aktiv. Dafür auch dir ganz, ganz herzlichen Dank. Ja, vielleicht nochmal ein Applaus an alle zu Ehrenden heute. Macht weiter so. Habe ich jetzt noch einen vergessen? Ich glaube, ich hatte alle dabei. Macht weiter so und seid uns allen ein Beispiel und ein Vorbild. Ja, dann würde ich jetzt, das
das so korrekt konform die Sitzung für 5-10 Minuten unterbrechen.